Meine Damen und Herren, das ist Klang LP und das ist Podcast Nummer 2 mit Bilbo. Ein bisschen random, aber trotzdem nicht zu kacken. Ja, weil wir machen heute nämlich nicht einen Game-Podcast, oh nein. Sondern einen Hundehaare-Podcast. Nein, er lügt. Wir machen den Podcast mit Hundehaaren über Filme. Um hier mal wieder zu zitieren, / zu klauen. Es ist schon verwunderlich, wie manche Leute reagieren, wenn ein Satz anders endet als die Kartoffel. Was? Bei wem klaust du das? Wer sagt Cold solchen Mirror. Schrott? Cold Mirror. Mirror. Sagt er das also? Ich dachte ja wirklich jahrelang, dass Cold Mirror... Der ja so einen Penis hat, ne? Ja, ich dachte ja wirklich jahrelang, dass Cold Mirror ein Mann ist. Und mit Jahre meine ich eine Woche. Und dann habe ich das erste Video gesehen, wo sie wirklich so drauf war. Er hat so ein bisschen so ein verschobenes Zeitverhältnis. Ja. In seiner Strecke kleinen manchmal. Hütte in Afghanistan. Nein, ich wohne einfach in der kleinen Blechhütte am Ende des Universums. In Afghanistan. Ich stelle mir vor, so eine Bustour durch Afghanistan muss saugeil sein. Stellt euch mal vor, weil dann kann man dann immer so ein Foto machen von den verschiedenen Locations. Zum Beispiel im Hintergrund irgend so eine Explosion oder schreiende Kinder mit amputierten Armen. Irgendwie sowas. Aha. Okay. Kommen wir zu Filmen. Okay, kommen wir zu Filmen. Was ist denn dein Lieblingsfilm eigentlich? Mein Lieblingsfilm ist... Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich denke, mein Lieblingsfilm... Soll ich jetzt mal so insgesamt oder allgemein? Genreübergreifend, alles egal. Ich fange jetzt mal an mit letztes Jahr, 2010. Dem schwächsten Filmjahr, seit es Kino gibt. dann muss es wohl Inception sein. Hast du den gesehen? Nur so halber. Heißt, du hast ihn nicht gesehen? Nee, ich hab mir den Anfang angeguckt und hatte dann keine Lust mehr. Ach so. Nee, war echt ein verdammt cooler Film und hat sich so ein bisschen abgehoben von dem üblichen, keine Ahnung, Scheiß halt. Okay. Ja, ich hab ihn genossen, aber mein Film so insgesamt, mein Lieblingsfilm, wenn ich jetzt mal nachdenken müsste. Gleich mal davon weiter zu fragen, was ist denn dein Lieblingsschauspieler eigentlich? Mein Lieblingsschauspieler ist... Schande über mich. Jetzt muss ich mal nachdenken. Ich denke... Whoopi Goldberg. der liebe Herr Forrest Gump, also beziehungsweise Tom Hanks. Der Typ, es ist krass. Der ist nicht schlecht. Forrest Gump ist ein geiler Film. Es lag gar nicht daran, dass ich Forrest Gump angeguckt habe und mir gedacht habe, Alter, ist der geil. Sondern es lag eher daran, dass... es kam jetzt dieser neue Film raus von ihm, Larry Crowe. Ich habe ihn nicht gesehen. Larry Crown, oder? Larry Crow, glaube ich, hieß es. Nee, Crown. Crown. Die Krone. Larry die Krone. Google den Dreck. Und yay, Google! Wir nehmen gerade über Skype auf, deswegen können wir unabhängig voneinander irgendwelche Sachen nachschauen. Yeah. Larry Crow. Crown, du hast recht. Bam! Schande über mich. Ja. Nee, auf jeden Fall. Und dann gab es dort dazu, zu diesem Film, ein Interview mit Tom Hanks. Mr. Tom Hanks. Und der daraufhin drei Schafe gegessen und sich mit deren Wolle. Ja, das weiß ich ja nicht genau, was er macht. Kleine Kinder eingefangen hat und diese dann auch mit denen. Die an Michael Jackson verkauft hat. Genau, so in etwa. Ja. Gut, mein Lieblingsfilm. Nee, ich will noch fertig jetzt sein. Und zwar. Ich will fertig jetzt sein, meine lieben Freunde. Dieses Interview, der Typ kommt so unglaublich geil rüber. Das ist unglaublich. Der Typ hat einfach eine Ausstrahlung wie, keine Ahnung, mein Popoloch, wenn ich furze. Okay. She's got a crack of lies. An dieser Stelle nehme ich ihm einfach mal das Wort ab. Ja. Hier, bitteschön, hier hast du es. Okay, er gibt mir sinnbildlich das Wort. Ja. Also, zuerst mal im Vordergrund, würde es einen Julian Smith-Film geben? Ich würde den ja so angucken. Ich würde ihn nicht nur so angucken, sondern ich würde ihn mir auf DVD kaufen. Und ich würde mir auf DVD kaufen und brennen. Was? Ich würde mir eine DVD kaufen, ihn dann illegal aus dem Internet runterladen und auch mit DVD brennen. Das ist genau. Der moderne Weg von einem DVD kaufen. Genau. Nee, jedenfalls, ich habe natürlich für jedes Genre so meinen Lieblingsfilm. Ja. Heißt, so Comedian-mäßig ist mein Lieblingsfilm eigentlich, auch, obwohl der Film komplett absurd und kacke ist, Leg dich nicht mit Sohan an. Oh. Hast du den Film gesehen? Ich kenne so ein paar Szenen.
dringend nachholen, ich habe den auf DVD. Also, bring ihn dir mal mit. Also, okay, ich war furchtbar. Weil ja, einer meiner Lieblingscomedians einfach auch, oder Comedian-Darsteller sozusagen Adam Sandler ist. Ich mag den Kerl ja Obwohl sehr der gerne. Typ einfach in seinen ganzen Filmen immer dasselbe macht. Tut er auch. Außer in Sohan. Weil normalerweise ist es immer so... Afghanistan. Ja, genau. Ist ja wurscht. Afghanistan. Naja, auf jeden Fall, normalerweise ist es ja immer so, ja, er ist ein Arschloch und bessert sich dann irgendwie auf lustige Art und Weise. Also, das ist so nicht mal in allen Filmen, weil es ist, also es spielt schon unterschiedliche Rollen, aber Mimik und sowas ist auch immer relativ gleich. Ja, es ist schon also alles recht ähnlich. Also er hat ganz bestimmt ein Muster. Aber ich finde den Kerl angenehm, ich mag den. Ja. Obwohl, Adam Sandler dann, ist in Ordnung, ja. Adam Sandler ist in Ordnung. Dann Horrorfilmmäßig, würde ich jetzt ganz spontan sagen, dass mein Lieblingsfilm da sogar... Da habe ich mehrere Lieblingsfilme eigentlich. Mehrere. Also ein Lieblingsfilm, der mich wirklich, den ich mag, weil er mich wirklich schockiert hat beim ersten Mal anschauen und wo der hat mich so ein bisschen wirklich traumatisiert noch. Das ist der, und das hatte ich schon lange nicht mehr bei einem Horrorfilm da. Nämlich Hills Have Eyes. Nicht gesehen. Hills Have Eyes ist ja wirklich ein Film unter aller Sau an manchen Stellen. Ist ja, der erste wie der zweite, obwohl ich den ersten besser finde. Dann ein Film, der mich so an der Wirklichkeit der Realität hat zweifeln lassen, war ja Silent Hill. Du hast Silent Hill den Film angeschaut? Ja, und der Film ist wirklich creepy bis zum Ende. Ich schick dir währenddessen dann später gleich mal beide Links. Apropos, die musst du dir beide angucken, weil das ist so hammer creepy einfach. Ja, okay. Ja, apropos an der Realität zweifeln. Hast du es nicht gerade gesagt? Mir kam es gerade so vor, als hättest du es gesagt, ja. Und zwar, da waren wirklich so ein paar wirklich verzerrende Sachen drin. Ja. Nee, es war so. Ich bin seltsam in manchen Punkten. Und zwar habe ich mir Matrix angeschaut, 1 und 3. 1 bis 3, meine ich natürlich nicht 1 und 3, das würde ja keinen Sinn machen. Und zwar an einem Abend. Und seitdem habe ich einfach so Momente, wenn ich dann, ich mache die Augen zu, also halt zum Beispiel blinzle und mache sie wieder auf. Und plötzlich kommt es mir so vor, als wäre das absolut nicht wahr, was ich so um mich rum sehe. Als wäre es einfach nicht echt. Und dann geht's wieder weg und ich bin dann meistens so schockiert davon, dass ich dann ein bisschen verdattert bin. Und überhaupt nicht mehr zu mir finde, so ein bisschen. Wer wagt es mir auf Skype zu schreiben? Du Sack. Ja, das ist der Link zu Silent Hill, muss er sich später nämlich noch angucken. Ja. Das werde ich persönlich überwachen. Okay. Weil, das ist wirklich, also du denkst ja an manchen Situationen wirklich so, ich möchte dich jetzt nicht spoilern, aber es gibt da so eine Stelle. Ich möchte dich halt nicht spoilern, aber es gibt diese eine Stelle da. Nee, wo dieser Pyramid Head, den kennst du ja sicher. Ja. Mit einem Du meinst, ist Rutsch ist einer der, Frau so die komplette Haut vom Körper reißt. Du, der Pyramid Head ist doch der, dessen Skin du freischaltest, wenn du Silent Hill, was war das, Homecoming? Ja. In einer bestimmten Art und Weise durchspielst. Genau. Und das Ende ist dann, dass du diesen Pyramidenkopf aufgesetzt bekommst. Genau, das ist, wenn du irgend so eine Frau nicht rettest. Ja, genau. Und irgendwie sowas machst. Das ist das Boogeyman-Ende. Genau. Also das ist dann schon wirklich wieder widerlich, wenn man sowas weiß. Das ist dann seltsam. Ja, ich weiß, aber es ist so... Ich meine, es gibt da diese Szene, wo er mit einem Rutsch seiner Frau... Er greift so die Haut von ihr und zieht sie so mit einem Rutsch komplett ab. Okay. Und klatscht ihr dann gegen eine Kirchentür. Und das ist so eine Szene, wo ich mir gedacht habe... Gegen eine Kirchentür, hat er wenigstens irgendwas Sinnvolles draufgeschrieben, so ein bisschen Martin Luther. Einfach nur dagegen geklatscht. Aber wie genial wäre das, hätte Martin Luther seine Sachen nicht auf Papier geschrieben und dann an der Kirche genagelt, sondern hätte er es auf einen abgetrennten, auf eine abgetrennte Haut von einer Frau geschrieben. Ja, was glaubst du, was das für einen Eindruck gemacht hätte? Und dann wäre es wahrscheinlich auch keine evangelische Kirche, sondern es wäre irgendwie der Satanismus. Die Unterwelt, in der dann da runtergestiegen wird, das ist auch extrem creepy da unten, weil da gibt es auch Viecher, die jeder Beschreibung trotzen. Aber dazu jetzt nicht mehr, sondern gibt es noch ganz viele Horrorfilme, die extrem cool sind. Ich habe mir ja neulich erstmal, wie heißt der Film nochmal?
My Soul to Take angeguckt. Oh, My Soul to Take. Das ist ja auch dieser Film, den Tobaskis Glittural trailert hat. Hey, guckt euch es an. Das ist übrigens der Hügel der blutigen Augen, also The Hills Have Eyes. Okay, das war's jetzt. Hügel mit blutigen Augen! Guck dir aber zuerst Silent Hill an. Was ist denn Kinox? KinoX.to. Und was ist dieser Live-Chat? Das ist irgendwas. Dieses, ja, so halb begeistert. Naja, egal. Jedenfalls, ich mag dir jetzt mal was dazu sagen. Ja, ich guck mir keine Horrorfilme an. To My Soul to Take. Ja. Das ist ja so ein Film, der vom psychischen Aspekt ziemlich gut gemacht ist, sogar, finde ich. Echt? Also die Storyline ist richtig. Aber die Storyline, die erinnert mich so. Ende. Nee, aber die Storyline ist doch so ein bisschen Freddy Krüger-mäßig. So, er kehrt zurück, um sie zu töten, so. Da hast du sogar recht, aber es ist. Ich finde das sehr ansprechend, so finde. Also fand ich jetzt. Ich fand das relativ gruselig sogar. Ich habe mir den in der Nacht mal angeguckt. Ich finde das relativ gruselig. Es war stockdunkel draußen. Ich hatte so ein 5.1 Surround-System auf den Ohren. Hab mich richtig eingepisst. Der Film war geil. Ich hatte wirklich ein Headset auf. Und saß im Bett und hab gemacht. Oh. Und also ich möchte das Ende auch nicht spoilern oder irgendwelche Sachen. Aber es kommt halt. Das endet halt voll so geil. Aber ich finde das sehr krass. Also ich finde das sehr krass, weil das ist wieder so ein Moment, wo du dir denkst, so, der war das. Echt? Und dann, ja. Ja. Und dann kommt dir irgendwann so, dass einer von diesen Typen die ganze Zeit das war und dann. The Hills Have Eyes ist das Remake des gleichnamigen Horrorklassikers von 1977 und bringt den abgehärteten Zuschauer von heute auf den neuesten Stand der Angst. Familie Carter ist auf dem Weg nach San Diego, um die silberne Hochzeit vom Familienoberhaupt Big Bob Carter aus Das Schweigen der Lämmer. Was? Und seiner Frau zu feiern. Was ein glücklicher Familienausflug werden sollte, wird bald zum blutigen Horrortrip, als Big Bob den Wohnwagen auf einem ehemaliges Atomwaffentestgelände steuert. Die dortige Bevölkerung hat die Atomversuche nämlich ganz und gar nicht gut vertragen. Ja. Oh, das klingt ja langweilig. Das klingt total langweilig. Guck ihn dir an. Ja, ich gucke mir keine Horrorfilme an. Das liegt daran, dass ich mich schon meistens bei den Trailern so richtig bepissen muss. Und mit bepissen meine ich dieses Mal nicht das positive Lachen, sondern das negative in die Hose pissen. Okay, dann guckst du dir, glaube ich, guck dir zuerst Silent Hill an, das machen wir dann später noch. Also fang dann an, dir Silent Hill anzugucken, das ist richtig cool, ich pass dann auf. Du passt dann auf. Nee. Okay, nee. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter. Horrorfilme sind jetzt nicht so mein Ding. Was ich mir viel lieber angucke ist, ich weiß gar nicht ganz genau, also so Actionfilme ist natürlich immer ganz hübsch, so. Mhm. Es kommt aber darauf an, wie gut sie gemacht sind. Ja, also die Transformers zum Beispiel finde ich ganz cool. Oh, Transformers. Ich finde die Transformers-Filme cool. Also, ich habe den dritten immer noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Bloß, obwohl der dritte jetzt irgendwie am vielversprechendsten aussah. Also, der erste war ja schon, also der war schon hart an der Grenze. Und der zweite soll ja angeblich noch schlechter gewesen sein. Nee, ich habe die beide auf DVD und finde sie nicht schlecht. Also, es ist nichts, was man mit einem Avatar vergleichen könnte, aber... Ehrlich gesagt, Avatar, meine persönliche Story dazu. Wer es nicht weiß, ich habe mir Avatar 6-mal im Kino angeschaut. Ich habe ihn mir 3-mal im Kino angeguckt und habe ihn gebrannt gekauft auf DVD. Also Avatar, 6-mal im Kino angeschaut, war saugeil, natürlich alles in 3D. Ich habe also in etwa 66 Euro ausgegeben, nur für Avatar gucken. Und eine Sache dazu. Er war immer geil, jedes Mal war er geil. Ich war mit verschiedenen Leuten, jedes Mal war er geil. Und dann habe ich ihn mir auf DVD gekauft und habe ihn mir versucht anzuschauen. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe bloß bestimmte Szenen geschafft. Zum Beispiel das Battle am Ende. Das war gut anschaubar. Ich bin ja das erste Mal eingeschlafen, wo ich ihn mir auf DVD angeguckt habe. Original bin ich weggepennt. Nee, und bin im Kino vorher drin gesessen. Sabbern. Sabbern. Das ist auch wirklich mal so das ist eigentlich der erste Film gewesen, wo mir was abgegangen ist, als ich ihn einmal in nicht 3D geguckt habe. Ja, eben. Und viele sagen ja, oh, 3D, Das bringt's gar nicht. Aber eben, es bringt schon. Also, es bringt schon, auch wenn ihr es nicht zugeben wollt, es bringt's schon. Und allein dafür lohnt sich das dann, weil das wirklich viel geiler war. Dann,
ich freue mich auch wirklich, weil es kommen ja mehrere Teile noch. Ja. Ja. Da ich ja der erste schon Aufbruch nach Pandora hieß, heißt wohl der nächste, keine Ahnung, Abflug aus Pandora, Abflug von Heathrow, irgendwie so. aufgrund von Landebahnreinigung kann der Abflug von Pandora leider nicht starten. Ja, was muss man denn da reinigen? Ja, die ganze Emu-Scheiße oder diese ganze Scheiße von den Viechern, die da rumlaufen. Insgesamt, also Avatar, nochmal dazu. Saugeiler Film. Also, von den Kampfläufern. Also Avatar ist an sich also einfach vergleichbar mit dem ersten Tron-Film. Weil er einfach bahnbrechend ist. Avatar hat einfach, das war einfach so James Cameron. Ja. Ich weiß nicht, das ist einfach, Avatar war so ein Film, den konnte man sich sogar anschauen, wenn man sowas nicht mag. Ja. Also. Aber auch nur in 3D. Ja, ich weiß, er hat halt auf jeden Fall wirklich in 3D was geboten. Ich finde, Avatar war so einer der Filme, das war der einzige Film, den ich wirklich in den letzten paar Jahren gesehen habe, im Kino, wo ich rausgekommen bin und mich wirklich auf jeglicher Ebene meines Anspruchs, den ich an so einen Film richte, wenn ich ihn mir im Kino angucke, wo ich mich wirklich auf jeder Ebene bedient gefühlt habe. Ja, ich meine, der war was fürs Auge und zwar nicht, der war nicht wenig, also der... Der hat einen saugeilen Soundtrack. Sachen. Das ist eigentlich auch das Einzige, was man sich richtig gut ohne 3D anhören kann. Ja, Soundtrack war hammergeil. Effekte und alles war richtig geil. Allein diese Salamander, die irgendwie diese Schraube auf dem Rücken hatten. Oh ja, genau. Die sich dann immer so rumgeschraubt diese haben. Die, genau. An sich die Szene ist eigentlich, obwohl die, ich meine, die Szene haben viele nicht gesehen. Oder es gibt Teile von Szenen, wo sie eben in diesem komischen phosphoreszierenden Wald sind, eben quasi nachdem sie das erste Mal drin sind, kurz nachdem er quasi schon in den Stamm aufgenommen wurde. Unser lieber Freund. Und dann gibt's eben diese Szene, wo sie durchlaufen. Die war allerdings bloß in der Extended Version. Okay. Die ich mir natürlich auch angeschaut habe. Weil es sind 8 Minuten mehr Content. Das mag jetzt richtig affig klingen, aber es hat mir wirklich was gebracht, weil er nochmal einen Ticken geiler war. Aber angeblich hat ja James Cameron also, nochmal 3 Stunden rumliegen. Man kann sagen, du hast diesen Film ausgelutscht bis zum Ende. Ja, genau. Und jetzt kann ich mir nicht mehr anschauen auf DVD. Das ist richtig traurig. Ja, gut, aber das liegt nicht daran, sondern er hat einfach auf DVD nicht diesen Flair. Ja, den Flair hat jetzt zum Beispiel Inception. Inception habe ich mir über iTunes gekauft. Ich bin zwar sehr enttäuscht davon, dass man ihn nicht in HD runterladen konnte, aber trotzdem. den kann ich mir immer wieder anschauen. Der ist irgendwie cool. Also irgendwie gefällt mir der sehr gut. Aber Avatar war eben eine reine Kinosache, fand ich. Und vor allem eine reine 3D-Sache. Avatar war einfach... Die Action-Szenen waren gut bedient. Ja. Dann so ein paar Schmalz-Szenen waren natürlich auch drin, aber das kann man auch bringen. Und die Storyline, ganz ehrlich, man könnte natürlich meckern, dass die Storyline wieder flach war. Und sie ist vor allem so typisch amerikanisch. Sie ist typisch amerikanisch und echt flach, aber das fällt dir halt einfach nicht auf. Das ist genauso einfach wie wenn du sagst, dass die Halo-Storyline voll übertrieben und overpowered ist. Das fällt dir auch nicht auf. Overpowered. Nee, fällt dir auch nicht auf. Ich meine, die Storyline von Avatar, wer dagegen was sagt, der hat auch so ein bisschen Nüsse im Kopf. Nüsse. Nüsschen. Nee, ja. Also, er war cool. Ich will ihn mir jetzt nicht nochmal anschauen. Und ich meine, es spricht für sich. Er war wie lang in den Kinos? Er war, glaube ich, jetzt viele Wochen? Knapp 2 Jahre im Kino. Echt? Ich habe ihn noch vor ein paar Monaten noch gesehen im Kino. Und der ist 2009 Weihnachten rausgekommen. Ich habe gemeint, dass ich mal gelesen habe, 40 Wochen. Also da war er dann noch eine Weile lang in den Kinos. Ich habe mal gelesen irgendwo, dass das die 40. Woche schon ist. Ja, es war eben aber so, es war eben 40. Woche, glaube ich, und dann kam die Extended Version und dann war der ist noch Ewigkeiten im Kino gewesen. Das Cut und ja, eben. Der einzige Grund, warum ich mir die DVD gekauft habe, weil ich gehofft habe, dass ich wirklich ein ausführliches Making-of bekomme. Aber einen Scheißdreck bekommt man. Weil man sich das sowieso schon über YouTube angucken konnte. Aber naja. Übrigens, zu einem anderen Cameron-Film, den ja wahrscheinlich alle auch kennen. Titanic. Ja, natürlich. Hat keiner gesehen, kennt aber jeder. Hat keiner gesehen. Natürlich, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn zweimal gesehen. Ich musste da zweimal durch. Er war cool. Ja, ich habe ihn mir bis auch zu dem Punkt, bis zu dieser Eisszene, wenn sie auf die, beziehungsweise quasi am Erfrieren sind. Und dann sieht man das nicht, wenn... Dann auch Jack stirbt.
Diese Szene ist viel zu lang. Warum kann der Typ nicht einfach abkratzen? Warum muss sie noch Ewigkeiten rumheulen? Das ist schlimm. Ist halt ein dramatischer Film. Also, ja, das ist wirklich sehr dramatisch. Da kann ich, ich will jetzt dazu nichts sagen, aber es ist halt einfach, es muss einfach so sein bei Titanic. Es ist einfach ein Film, der dramatisch sein muss und der so richtig dahin schmalzt. Und ich bin halt wirklich so einer, der dann vorspult. Ich bin so ein Arschloch. So langweilig. Ja, so was. Brauche ich doch nicht. Ich spule bei The Hills Have Eyes auch immer vor, bis sie abgemetzelt werden. So lame, wie sie ankommen. Jetzt frage ich dich mal nach einem Film, der mich interessieren würde, und zwar The Crazies. Hast du den angeschaut? Sag mal kurz, worum es geht. Es geht darum, dass quasi in so einem kleinen Dorf, so ein bisschen so ein Stephen King eigentlich quasi, als Film, in so einem kleinen Dorf irgendwie eine Art Krankheit oder einfach der Wahnsinn ausbricht und die Typen einfach so ganz seltsam werden und anfangen, andere Leute zu töten. Oh ja, es gibt diese Szene in diesem Baseballstadion, wenn plötzlich so ein Typ, so ein älterer Kerl über Stadion geht, so völlig neben sich, mit so einer Schrotflinte und die dann irgendjemand hält. Und weißt dann erschossen du, wird. Ich hab den zwar nur zum Teil gesehen. Ja. Weil mir dann, ich glaube, da ist mir dann sogar das Internet abgekackt oder so. Und dann hatte ich keine Lust mehr, das nochmal hochzufahren alles. Aber der Film war so ein Film, der mich beeindruckt, schockiert und der mir gefallen hat. Ja. Weil, weißt du, woran mich das erinnert hat? Erst in letzter Zeit wieder. Ja. Bioshock Infinite. Echt? Diese Menschen. Ja, stimmt, die so ein bisschen. Da gibt es doch diese Menschen, die so alle so vollkommen weggetreten sind. Oder an Resident Evil 4, die Leute, die da, die Zombies, die, also die Infizierten, besser gesagt, die da vollkommen neben sich rumstehen und einfach Heu schippen oder irgend so einen Dreck machen. Die ganze Zeit. Ja, genau, das ist ja so in dem Stil. Alles so, diese ganzen leeren Handlungen da. Ja, aber ich fand den Trailer extrem geil. Obwohl ich mir meistens von solchen Filmen nicht mehr angucke als den Trailer. Aber der Trailer war verdammt geil. Und hat ziemlich gut ausgesehen. Noch ein anderer Trailer, der mich echt beeindruckt hat, der Film hieß Black Forest und spielt im Schwarzwald. Okay. Die Schwarzwaldklinik. Nein, okay. Und es geht letztendlich um eine kleine Gruppe von, ich will jetzt nicht sagen Jugendlichen, sondern einfach Leute, die halt nach ihrem Abitur, keine Ahnung, eine kleine Reise machen und dort einfach übernachten wollen, zelten wollen, aber dann eine Hütte finden, so eine verlassene, immer ganz schlecht. Leute. Oh, den Film kenne ich. Den Film genau, ich und auch. Dann sie dieses irgendwo im Keller dieses Fernsehgerät ausgraben. Ja. Und sie dann draußen die Schaukel schaukeln sehen und im Fernseher ist dasselbe Bild, nur dass ein Mädchen drauf sitzt auf der Schaukel und sie schaukelt. Ja. Und dann der Fernseher vorschlägt, dass sie doch Pilze sammeln gehen sollen. Das war, und sie das gehen war Pilze so eine sammeln Szene. Und die sind einfach giftig. Das mit der Schaukel war so eine Szene. Alter, ich bin fast gestorben. Sowas hasse ich. Kleine Mädchen sind verdammt grusig. Ja, genau. Einmal. Noch mal ein bisschen zu den Trash-Filmen. Kennst du Mimic? Nein. Das ist ein richtiger Scheißfilm. Oh ja. Da geht's um eine Made oder irgendeine Heuschrecke oder was auch immer, irgendein Insekt, was Leute frisst und dann mit so einer Chitinhülle, die es herstellt, sich quasi optisch so darstellt wie die. Ah, okay. Das ist richtig bitter und schlecht. Ja, okay. Nee, dazu will ich jetzt nicht so viel erzählen, weil der ist eigentlich relativ scheiße, der Film. Was übrigens ist, ein neuer Film rauskommt, den ich mir sogar überlegt habe oder überlegen würde anzuschauen, ist, der nennt sich The Thing. The Thing könnte auch von Raukau stammen. Und das geht letztendlich darum, dass irgendwelche Polarforscher ein Viech ausgraben im Eis. Und das quasi wieder zum irgendwie quasi noch lebt, obwohl okay, es eigentlich ähnlich ist. Wie Alien vs. Predator. Genau, oder? Ja, okay. Obwohl Alien vs. Predator echt beschissen ist. Also bei dem Film kann man nichts sagen. Naja, auf jeden Fall. Und dieses Viech hat allerdings die Besonderheit, dass es sich quasi, dass es eben die Menschen, also bestimmte Menschen tötet, aber sich dann deren Körper übernimmt. Und das Krasse ist, dass das passiert, und das sind halt mehrere Menschen, aber man weiß nicht genau, wer jetzt das Ding ist. Okay. Also fangen sie halt an, sich gegenseitig zu misstrauen und sich irgendwann gegenseitig zu töten. Genau, sowas, genau das ist das, was ich vorhin bei My Soul to Take angesprochen hatte. Ja, genau das ist das. Genau das meine ich. Weil genau so läuft es da auch ab. Nee, und was ich. Der Trailer sah extrem geil aus. Das wollte ich bloß mal dazu sagen, ja? Okay. Ein Film, der mich ja
so ein bisschen, der hat mich beim Anschauen ist mir einfach aufgefallen, wie alt und schlecht der mittlerweile ist, eigentlich so vom technischen Standpunkt her. Und im Nachhinein ist mir aufgefallen, wie sehr mich dieser Film eigentlich auch wirklich ein Stück weit sogar traumatisiert hat. Und, ja. Stephen King S. Alter, ich konnte das, ich habe das Buch gelesen. Ich hasse Clowns. Ich wirklich. Konnte nicht schlafen. Guck dir den scheiß Film dazu an. Nee, das spare ich mir. Der Film ist, das ist immer noch mal ein bisschen intensiver, weil man ein Buch kann man weglegen. Gut, aber der Film, guck dir den Film wirklich an, weil es lohnt sich. Der Film ist jetzt nicht so gruselig, aber dir kommt einfach wieder, wie krass das eigentlich ist. Ja. Du hast halt dann wirklich irgendwie so ein bisschen, die sind dann alle Clowns, die du siehst, suspekt. Aber guck dir den Film wirklich an, es ist empfehlenswert. Das mit den Clowns erinnert mich jetzt gerade an ein neues Adventure, das rausgekommen ist, und zwar Harveys Neue Augen. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob du Edna bricht aus kennst. Nee. Das war eben auch ein Adventure, ein deutsches Adventure, und die hat eben immer so einen Stoffhasen dabei, der Harvey heißt und der in ihren Gedanken quasi mit ihr spricht, weil sie so ein bisschen wahnsinnig ist. Okay. Und jetzt im zweiten Spiel geht es letztendlich da um das kleine Mädchen, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, auf jeden Fall ist sie das bravste Mädchen der Welt. Aber es wird halt immer mal wieder angedeutet vom Erzähler, dass sie auch nicht ganz dicht ist. Und dann gibt es dann zum Beispiel eine Szene, wo sie dann vor einem Clown steht und sie sagt, sie freute sich. Sie hatte noch nie einen echten lebenden Clown gesehen. Nur den Toten, der abends vor ihrem Fenster stand. Und dann habe ich das Licht ausgemacht, habe ich hingelegt. Und vor meinem Fenster stand dieser dreckige Clown. Nur wegen mit diesem Gedankenspielchen. Wegen diesem blöden Kommentar. Mhm. So also Clowns sind auch echt, Clowns sind echt ätzend. Also jedenfalls bei S ist es halt so, wirklich, das ist ein Film, der hat so ein richtig, also ich finde den, das ist ein Psychofilm. Ja, ist ein Psychofilm. Aber ich finde, der Film ist eigentlich echt gut gemacht und den würde ich mir auch anschauen, weil ich habe mir den mehrmals angeguckt, der ist komplett auf YouTube übrigens. Ja. In Parts gespalten, wie Lord of War übrigens. Was auch immer Lord of War ist. Apropos Stephen King, das ist ja nach dem Stephen King Roman. Es gibt auch noch einen anderen Film, der ziemlich eingeschlagen ist, damals als er rauskam, und zwar Friedhof der Kuscheltiere. Friedhof der Kuscheltiere ist auch ziemlich geil. Das Buch ist auch ziemlich geil. Nein, ich meine, worum geht's da eigentlich? Shining. Aber gleich, ich erkläre es dir gleich. Shining. Da geht's um einen Schriftsteller, der mit seiner Familie wegen Schreibhemmungen oder sowas in ein Haus zieht. Also so ein bisschen wie, wie hieß es, Alan Wake. Und dorthin zieht. Habe ich jetzt auch gerade gedacht. Und also in der Romanvorlage ist das Haus, spukt halt immer in dem Haus, und im Film ist es dann eher so, dass er quasi wahnsinnig wird und dieses Haus ihm quasi den Rest gibt und der dann letztendlich versucht, seine eigene Familie umzubringen. Okay. Der soll auch irgendwie ziemlich hart sein. Ich habe ihn mir nicht angeschaut, weil ich mir einfach sowas nicht anschauen kann, ohne danach traumatisiert bis an mein Lebensende zu sein. Aber jetzt wollte ich dir erklären, mit dem Friedhof der Kuscheltiere ist. Also es geht darum, dass es gibt einen Friedhof, wenn du dort zum Beispiel eben deine Katze begräbst, dann quasi steht sie wieder auf. Dann respawnt sie. Dann ist sie plötzlich wieder da. Und das Problem ist, also das ist natürlich super. Das Problem ist allerdings, dass sie böse ist. Okay. Und jetzt gibt's, oder in Friedhof der Kuscheltiere ist es dann eben so, dass eine Familie ihren Sohn verliert, der relativ klein ist. Okay. Also halt, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, 10 oder so. Und ihn dort begraben, weil sie ihn zurückhaben wollen. Boah. Und der Typ kommt zurück. Mehr will ich nicht verraten. Boah. Ich hasse dieses Buch. Ich hasse auch Kuyo. Kennst du Kuyo? Boah. Das ist auch Stephen King. Nee. Bei Kuyo geht's um einen Hund, der Tollwut bekommt. Okay. Was ja eigentlich harmlos ist. Das ist eine kranke Sau. Um einen Hund, der Tollwut bekommt und dann einfach langsam durchdreht. Und das Miese an Stephen King ist ja, dass du es immer so kommen siehst. Und immer schon so vor dir siehst, wie es einfach nicht gut ausgeht. Und das ist eine der heftigsten Showdown-Szenen, die ich kenne. Das sind so Nein-geh-da-nicht-rein-Filme. Ja, genau, oder beziehungsweise ich habe ja immer bloß die Bücher gelesen, weil ich das immer ganz gut mache. Ich habe jetzt neulich einen Stephen King gelesen, der mich eher enttäuscht hat, und zwar Tommyknockers. Da geht es um Aliens, die
Oder ja, den kenne ich, das ist nicht so das Wahre. Der ist nicht so das Wahre, das ist letztendlich sehr dick, aber es ist relativ langweilig. Es gibt viele Stephen King Bücher und Filme, die gut sind, aber es gibt auch einfach welche, wo es nicht so ist. Ja. Das sind dann so Bücher, die du weglegst und nicht so und du denkst, ja, es hat sich jetzt nicht gelohnt. Nee, genau. Aber es gibt sehr viele sehr kranke Filme, zum Beispiel The Strangers, kennst du den? Nee. Boah, The Strangers, das ist auch ein Film, da konnte ich echt nicht schlafen. Also das ist ein Film, das ist einer der wenigen Filme, die mich nicht haben schlafen lassen. Weil da geht's drum, dass, ich weiß die genaue Storyline nicht, also verbessert mich, wenn ich schlecht bin. Es geht halt drum, dass irgendwie, da ist so eine Gaststätte oder sowas, meine ich. Und da fahren zwei so Leute hin, ja, wollen da nur übernachten und dann kommen in der Nacht auf einmal so diese Typen und später stellt sich dann raus, dass es diese Besitzer von dieser Gaststätte sind quasi. Strangers war doch das mit den Masken, oder? Genau. Die dann so um das Haus rumstanden so. Genau. Und durch die Fenster geschaut haben. Alter, der Trailer war gruselig. Alter, der Trailer hat sich fast getötet. Vor allem, die steht vom Fenster und klopft und du erschrickst dich ungefähr. Ist ja mal weg und du denkst dir so. Also ich finde, und dann kommen noch diese ganzen Psycho-Szenen, wo der eine dann seinen eigenen Freund erschießt, weil er denkt, das ist einer von denen. Ja. Aber das mit der Raststätte, das erinnert mich jetzt stark an, wie hieß er noch? Nicht Postal, sondern ähnlich. Wie hieß er denn? Hostel? Hostel. Hostel? Ja. Hostel. Wo es darum geht, oder beziehungsweise, es dreht sich der ganze Film dreht sich letztendlich darum, was wäre, wenn du gefangen genommen wirst, nur damit dich irgend so ein reicher Sack, der dafür bezahlt hat, quälen darf und töten darf. War das Hostel? Das glaube ich war schon Hostel. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Weil das soll ja einer der krassesten Filme sein, die es gibt. Ja. Also mit Abstand. Ich habe da einen Freund, einen Kumpel, lebt in Japan und der schaut sich einfach eben solche Filme an, weil seine Freundin das unbedingt möchte. Und der kennt sich da aus und er meint, Hostel war schon das Abnormalste, was er bisher gesehen hat. Dazu, The Grudge, also der Fluch, das habe ich mir nicht angeguckt. Das war mir zu heftig. The Grudge. Habe ich nicht gesehen, nicht mal den Trailer. Das ist ein Film, bäh. Also ganz ehrlich, der meine Psyche so richtig derb angreift. Ich weiß nicht warum. Aber den kann ich mir nicht angucken. The Ring finde ich ganz witzig hingegen. Weil ich finde das äußerst lustig, dieses ganze Szenario. Also bei The Ring, ich habe mir nicht den Originalfilm angeschaut. Ich kenne bloß die Scary Movie Verarsche. Und das hat mir schon gereicht, dass ich dann jedes Mal, wenn ich unter der Dusche stand, diese quasi darauf gewartet habe, dass irgendwas, diese Tussi kommt. Ich sie wirklich gesehen habe. Keine Ahnung. Da hatte ich immer irgendwie Zeit für mich. Und dann habe ich sie immer gesehen, wie sie einfach durch die Tür kommt. Okay. Alter, und das war bloß die Verarsche. Ich möchte gar nicht wissen, was mit mir passiert wäre, hätte ich den Originalfilm angeschaut. Das Erstaunliche ist, dass ich einfach so eine... Ich habe eine perverse Faszination für solche Filme, aber ich kann sie mir nicht anschauen. Ja, genau. Ich lese mir immer Wikipedia-Artikel durch und grusel mich und so weiter. Bei mir ist es dann so, ich habe so eine perverse Faszination für diese Filme, guck sie mir an und bereue es danach. Nee, aber wirklich, der Originalfilm ist eigentlich dasselbe. Sie haben fast dasselbe Gesicht verwendet. Für diese Tabitha, wie sie heißt. Und, bloß, dass sie halt im Original wirklich böse aussieht, wirklich. Da sieht sie böse aus und ist auch wirklich... Allein diese nassen Haare, die da so reinhängen und dieses garstige, gammelige... Ist natürlich Alma. Nee, das ist schlimmer als Alma. Ich finde die schlimmer als Alma. Ja, Alma ist letztendlich relativ lame. Also im ersten ist sie ziemlich... Nee, Alma an sich in den Spielen, also in Spiel... Ich finde die Szenen, wo sie immer so überraschend auftaucht, krass. Ja, aber auch bloß am Anfang und dann findest du es lame. Und dann irgendwann so, schon wieder. Ja. Da war's, ich hab's genau gesehen. Eigentlich krass, ich glaube, es ist 4-2, wo man ihr so ein bisschen folgt und sie immer bloß so weggehen sieht. Mhm. Immer durch irgendwelche Türen und dann ist sie wieder weg. Das ist relativ gruselig, aber zum Beispiel 4-3 failt ja sowieso beim Grusel. Ja, ich hasse sowas immer, wenn man nur irgendwie so eine Person weglaufen sieht und der Protagonist, der dann folgt. Ja. Das hasse ich. Sowas hasse ich immer. Und dann irgendwie hinter einer Ecke, wenn das ist auch immer schlimm. Oh ja, hinter einer Ecke stehen bleiben. Und vor allem, das ist auch echt erstaunlich, apropos Schreckmomente, wo man sich richtig erschreckt, ich habe mir Cowboys und Aliens angeschaut. Das ist der ungruseligste Alien-Film, den es je gab.
Aber es gibt diese Momente, wo du einfach erschreckt wirst, aber nicht, weil es einfach gruselig ist, sondern weil es einfach so unglaublich, plötzlich so unglaublich laut ist und so plötzlich Zeug passiert. Dass zum Beispiel, beziehungsweise so ein Junge flüchtet vor so einem Alien. Das Alien ist natürlich absolut übermächtig und geht in so eine kleine Felsspalte rein und denkt quasi, er hat's überlebt und man sieht so das Alien wegtraben und dann sieht man es kurze Zeit nicht und dann plötzlich taucht direkt vor einem auf und dann halt auf der Kinoleinwand 5.1 Sound und du kriegst halt wirklich dieses Gebrüll auf die Ohren und du erschrickst ungefähr. Du zuckst richtig gehen zusammen. Das war auch in Super 8 so. Ich habe mir Super 8 angeschaut. Ziemlich also genialer Film im Übrigen. Ich wäre übrigens sehr dafür, dass sie für Horrorfilme, wenn man sich die im Kino anschaut, ja, dass man da so Headsets kriegt. Ja. So Kopfhörer. Weil das, da kacke ich mir ein. Ich finde einen Film 10-mal gruseliger, wenn ich ihn mir mit Kopfhörern anschaue. Ja, irgendwie, weil man so ein bisschen abgekapselt ist. Man hat genau, nicht so das Gefühl, dass man es mit 100 anderen Leuten anguckt, sondern dass man es allein anguckt. Genau, du siehst so dieses, was da passiert auf dem Bildschirm und denkst, und dann hast du immer diese Angst, es könnte genau jetzt neben dir passieren, du würdest es nicht hören, weil deine Ohren zu sind. Ja, genau, irgendwie, es ist schon nochmal heftiger, mit Kopfhörern anzuhören insgesamt, ja. Ja. Nee, ich habe mir Super 8 angeschaut und Super 8 ist eigentlich ein sehr stiller Film, hat mir auch sehr gut gefallen im Übrigen, aber es gibt dann die Szenen, wo es dann einfach sound- und videotechnisch von 0 auf 100 geht. Und es gibt eine Szene an der Tankstelle, wo es sich schon so ankündigt, der Polizeichef befüllt gerade seinen Wagen daraus und dann sieht man im Hintergrund in der Tankstelle einfach so wellenförmig die Lichter an- und ausgehen. Okay. Und das kündigt sich schon so an und man hört's und dann ist es einfach nur noch laut und du erschrickst ungefähr und dann wird das Auto zerstört und dann ist es plötzlich wieder ruhig. Alter, und es macht der Film 100-mal. Und es ist einfach nur heftig. Und du erschrickst dich jedes Mal. Und ich habe ihn mir in England angeschaut und neben mir saß so eine alte Frau. Extrem fett, hat ungefähr aus den Achseln gestunken. Und okay. Die hat sich auch immer so erschrocken. Gerade, dass sie mir nicht auf den Schoß gesprungen ist. Was ist eigentlich, was findest du persönlich eigentlich gruseliger? Jetzt ein Film wie, also zum Beispiel jetzt ein Film wie S oder ein Dead Space? Ein Dead Space 1. Und das liegt daran, dass ich selbst handel. Dass du selbst handelst und selbst entscheiden kannst. Ich bin der größte Schisser. Du musst dahin laufen. Ich bin der größte Schisser in PC-Spielen. Wenn sie nicht hell genug sind. Und zwar, es reicht mir schon vollkommen, wenn es einfach dunkler wird. Dafür zocke ich zu viel Halo. Ich laufe da immer rein. Ja, nee, okay, bei Halo ist es auch nicht so. Bei Halo ist es jetzt nicht so. Obwohl vielleicht in dem Flat-Level. Ja, ich weiß, aber bei Halo ist es, ich habe mir das von Halo so angewöhnt, dass ich einfach so skrupellos überall reinlaufe. Nee, ich meine jetzt zum Beispiel, jetzt kam die Demo zu Hard Reset raus, übrigens ein ziemlich gutes Spiel an sich, ist aus dem PC only, also eigentlich müsste man es unterstützen. Und das Problem ist, ich bin sehr schreckhaft. Kurz, es gibt dann, gleich am Anfang der Demo gibt es die Szene, dass plötzlich irgend so ein Fenster bricht und so ein Typ rausfällt. Und du hörst halt diesen Roboter quasi, wie er da drin ist, aber du musst da unten durch, unter diesem Fenster. Und ich trau mich da nicht. Weißt du was? Ich warte dann der Ewigkeit, aber es passiert natürlich nichts, weil es gescriptet ist. Es gibt ja, also Resident Evil habe ich nicht so eigentlich auf dem Schirm, dass es so gruselig ist. Ich habe Resident Evil 1 gespielt, da habe ich mich gegruselt. Das lag aber vorwiegend am Grafikstil, dass du da einfach so wenig Überblick hattest letztendlich, ja, dass alles gruselig war, dass überall sich was verbergen konnte. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Und da gab es halt auch wirklich diese Tyrants oder diese Bäh. weil ich das Remake davon, also Verlorenen Albträumen, finde ich jetzt zum Beispiel nicht gut. Also da habe ich mich nicht gegruselt. Aber Resident Evil 5 ist ja auch nicht gruselig. Dann Resident Evil 4 fand ich relativ gruselig an manchen Stellen. Aber Resident Evil 4 soll ja eigentlich das beste Resident Evil sein bisher. Das war es auch. Das ist auch wirklich das beste Resident Evil. Ich habe es mindestens 25, 30 Mal durchgespielt. Aber ohne Witz, das ist jetzt keine Übertreibung. Es gibt dann nämlich so eine Szene, ich kann jetzt hier auch spoilern, weil das hat, wenn man es kennt, dann hat man es eh schon gespielt. Und ja, keine Ahnung, das ist schon alt, einfach. Ja. Ist ja noch Gamecube. Du bist alt! Du bist alt, gestorben! Nee, es ist ja dieses. Es gibt ja dann am Ende an dieser, also auf dieser Insel, wenn man dann durch diese abgefuckte Anlage läuft,
gibt es so einen Waschraum oder so eine Küche, wo vergammeltes Fleisch von der Decke hängt, grindige Waschbecken, in dem man übrigens eine Handgranate findet, whatever. Whatever, warum auch immer. Und dann läufst du da so rein, da ist so eine Ecke und du musst da rumlaufen um die Ecke und du denkst dir nichts. Vor dir ist so eine Art Kühlschrank und dann bricht, wenn du da hinläufst, zu einer gewissen Entfernung, dann bricht auf einmal diese Tür auf und ein brennender Typ kommt raus und rennt auf dich zu. Und das ist wirklich, aber er rennt nicht so auf dich zu, sondern er bricht raus und ist da. Also er steht dann vor dir und greift dich an. Und du erschrickst dich erstmal so, weil der greift dich dann und du musst dich befreien. Es sei denn, du weißt es beim 20. Mal durchspielen und schießt ihm gleich mit der Shotgun die Fresse weg. So mache ich das immer. Ich messer den mittlerweile. Ich messer den. Ich verwende doch keine Muni auf den. Auf dieses wandelnde Quicktime-Event. Das ist doch so ein bisschen der Anfang von Dead Space 2. Mhm. Wenn man quasi in dieser Zwangsjacke... Also erstens mal, der Anfang von Dead Space 2, wenn man sich mal nochmal durch den Kopf gehen lässt, ist der beschissen. Und das liegt daran, dass es eigentlich ein Tutorial sein soll. Mhm. Also es wird erklärt, wie wird gelaufen, wie wird geschossen und so weiter. Aber es ist eben... Und es ist klar, an sich ist klar bei solchen Tutorial-Leveln, du kannst nicht sterben. Ja. Aber du kannst sterben. Ich finde aber ganz interessant daran, dass du es jetzt gerade so downratest, was ich übrigens genauso machen würde, weil ich Dead Space 2 generell irgendwie... Im Vergleich zum ersten, sorry, war es scheiße, das Spiel. Ja. Wenn das so weitergeht, dann hat Dead Space 3, falls es rauskommt, wenn das wirklich so weitergeht mit der Story, hat das ungefähr so viel für Story wie so ein... Nee, ich fand die Story jetzt gar nicht so schlecht. Das ist einfach das Problem oder das Geniale an Dead Space 1 war ja einfach, dass du durch die Gänge gelaufen bist und teilweise einfach wie in Amnesia bloß die Viecher in den Schächten gehört hast. Ja. Und in Dead Space 2, das ist halt wie 4-3. Du wirst mit... Das ist wie ein paar Viechern, Call of Duty eigentlich. Du wirst mit ein paar... Ja, bloß mit Plasma-Cutter. Du wirst mit ein paar Viechern in einen Raum gesperrt und dann darfst du sie wegmetzeln. Ja, genau. Das ist einfach... Das ist so... Weiß ich nicht. Also es ist irgendwie so Shooter-mäßig einfach mehr. Ja. Und ich fand diesen Horror-Flair vom ersten einfach, das war das, was mich da eingenommen hat. Weil ich hab den ja auch ich hab ihn ja fast zu Ende gespielt. ich hab mir das ja mal ausgeliehen für ein Wochenende und hab's dann jeden Tag so 1-2 Stunden gespielt. Ja. Bin nicht ganz durchgekommen, weil ich so mich ein bisschen dämlich angestellt habe, gebe ich zu. Und weil ich mich teilweise echt gefürchtet habe. Und dann bin ich nicht ganz fertig geworden, aber das Ende kenne ich ja eh schon, das war nicht so toll. Aber das Ende vom zweiten ist ziemlich epic. Das Ende vom zweiten ist epic. Vor allem ist es wieder dieses Schizophrene. Ja. Ich finde ja, also zum Anfang von Dead Space 2 nochmal, ich finde ja das mit der Zwangsjacke finde ich so schön. Ich finde das mit der Zwangsjacke eine coole Idee, weil das so eine sowas coole Idee, aber wird. Das Problem ist einfach. Es ist scheiße umgesetzt. Nee, es ist scheiße umgesetzt, weil du einfach nicht das Gefühl hast, dass du machtlos bist, weil dann gibt es dieses dämliche Quicktime-Event, wo du rausfällst aus dieser Tür und dann plötzlich eben einer vor dir steht quasi und du musst B drücken oder sowas, also auf der Xbox. Mhm. Und das Problem ist einfach, dass sie ihn einfach tot, er haut ihn ja quasi mit seinem Kopf. Ja. Und der Typ ist tot. Kurz, warum läufst du durch dieses Dreckspiel mit einem Plasma-Cutter durch? Wenn du sie auch einfach mit dem Kopf kaputt hauen kannst. Ja, also das ist so eine Sache. Wo man sich fragt. Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, da finde ich zum Beispiel Dark Souls zum Beispiel sehr konsequent dagegen. Ja. Weil die führen das Konzept vom ersten, auch wenn es jetzt vom Genre überhaupt nicht zusammenpasst, führen die das Konzept vom ersten noch konsequenter durch und sind einfach gnadenlos. Gnadenlos ist einfach schwer. Ja. Und bei Dead Space ist es einfach nur gnadenlos Call of Duty mäßiger. Mhm. Du wirst von überall mit Munition zugeschmissen. Da kann keiner mehr von Munitionsknappheit reden eigentlich bei dem Game. Außer natürlich, du spielst es auf dem Hard Mode durch, aber ehrlich gesagt, fick dich. Der Hard Mode war einfach, es ist einfach so unbalanced. Du kannst nur dreimal speichern. Nee, aber das ist nicht gut. Wenn man es auf einem normalen Schwierigkeitsgrad durchspielt, dann ist einer der wichtigsten Punkt für mich weg. Ja. Und das ist dieses Munitionsspann, das ist dieses ständige, nein, nicht noch ein Schuss, lebt doch nicht noch weiter, ach komm, noch einen muss ich jetzt verschwenden. Dieses Gefühl, das habe ich vermisst. Ja. Also es war eben einfach, bei Dead Space 1 warst du ja immer mal, so auf Munitionsknappheit. Genau, weil nicht mal Mirko, wo er das durchgezogen hat, nicht mal der hatte Munitionsprobleme. Ja. Und der ist halt, also nichts gegen Mirko jetzt, aber
Aber wenn da irgend so ein Vieh auftaucht, 100 Milliarden Schussverschwendung. Und nicht mal der hatte Probleme. Nee. Das war nicht so gut gelungen. Also apropos, wenn wir jetzt schon mal bei Spielen sind und aber trotzdem mal wieder zu Filmen zurückkommen möchten, so ein Zwischending fällt mir jetzt gerade ein, und zwar, man kennt jetzt StarCraft und StarCraft 2 und wahrscheinlich kennen die meisten sowieso StarCraft 1 und wir kennen wahrscheinlich auch, wenn, wie hieß sie, Kerrigan zum Zerg wird. Ja. Du hast keine Ahnung, oder? Nein. Ja, aber wir haben beide StarCraft nicht gespielt und auch StarCraft 2 nicht. Also habe ich jetzt, und ich dachte mir, ey, diese Transformation will ich sehen. Da wird es doch wohl eine dreckige Cutscene geben. Also das Einzige, was ich gefunden habe, sind StarCraft 2 Cutscenes. Alter, bin ich behindert? Jetzt hatte ich gerade eine richtige Gehirnsperre. Und die Dinger sind so geil gemacht. Also, ich habe noch nie sowas Geiles gesehen. StarCraft erinnert mich übrigens an Warhammer 40k. Die Typen sehen sich ja so ähnlich. StarCraft. Naja, nicht. Ja, stimmt. Doch, stimmt. Ja, stimmt. Also, sehr ähnlich. Sehen schön. Und die beiden sehen dann wiederum den Typen aus Gears of War ähnlich. Das ja übrigens nächste Woche rauskommt. In krass halt. Ja. Gears of War kommt nächste Woche raus, ich weiß. Ich fingiere jetzt mal erstaunt halt. Okay, jetzt kommen wir mal wieder. Also die Zwischensequenzen waren ziemlich epic. Insgesamt, viele Zwischensequenzen in vielen Spielen sind ziemlich epic. Oder zum Beispiel, oder sind wir jetzt schon mal bei Zwischensequenzen, nehmen wir mal Heavy Rain, das ist ja eigentlich eine einzelne Zwischensequenz ist. Nur eben zwischen nix, zwischen Anfang und Ende. Ist halt ein Godlike-Spiel einfach. Ist einfach ziemlich geil. Kann man nichts machen. Heavy Rain ist schon cool. Heavy Rain ist schon cool, muss man leider zugeben. Obwohl es jetzt nicht so das Spiel ist, was ich unbedingt spielen wollte. Gehört wieder nicht in mein Genre. Das alte Problem wieder. Es gehört nicht in mein Genre. Und ich habe deswegen nur mal reingespielt bei dem Freund. Ich auch. Aber ich war wirklich so fasziniert. Also, es war ein Spiel, was ich trotzdem gerne gespielt habe. Ja. Das war schon cool. Es gibt so Spiele, wie das sind so Beat'em-Ups, die zocke ich halt und sag nichts dazu. Es gibt Spiele, das sind einfach, die können ich in mein Genre und ich finde sie scheiße. Und da sage ich dann, das ist scheiße. Und es gibt so Spiele wie Heavy Rain da. Die gehören nicht in dein Genre, aber man sagt trotzdem dazu. Es ist einfach geil. Alles, was man davon sieht, alles, was man davon durchspielen. Ja, aber ich kau's mir nicht, weil es eben nicht das ist, was ich eigentlich spielen möchte. Genau, da kaufe ich mir dann lieber ein stupides Gears of War. Naja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal einen finalen Film, weil wir sind bei jetzt gleich 48 Minuten. Welches schöne Spiel könnten wir uns, Spiel sage ich jetzt schon, jetzt sind wir schon wieder bei Spielen. Welchen schönen Film könnten wir uns denn noch raussuchen, so als letzten Film? Vielleicht einer, der jetzt dann als rauskam und den wir beide gesehen haben. Ein Film, der erst rauskam und den wir beide gesehen haben. Sollte schwierig sein. Mhm. Wir haben einen relativ unterschiedlichen Filmgeschmack. Ja, übrigens. Wir schauen uns unterschiedliche Filme an. Wir haben so ein paar Überschneidungspunkte wie Avatar, die wir beide saugeil fanden halt. Ja. Und es gibt so, und ja, sonst geht's ein bisschen auseinander, weil ich gucke halt eher sehr gerne Horrorfilme. Ich nicht. Wie man wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt hätte. Hätte. Shooter mag ich sehr gern, den Film. Shooter. Kennst du den? Ich kenne bloß die Szene, wo er diese Dose sniped aus 1600 Metern. Genau. Die Szene ist so unglaublich unrealistisch, aber sie ist einfach nur geil, wenn die er dann ist nicht mit diesem epischen Voiceover, you need to concentrate on your heartbeat and your breath. Da muss ich jetzt leider widersprechen, weil ich finde das angenehm an diesem Film, dass nichts davon wirklich unrealistisch ist. Ja, aber der Schuss an sich, wenn du nicht ein absolut perfekter Schütze bist, ist ziemlich schwierig zu kalkulieren, weil eben Wind und so weiter starke... Aber es ist nichts wirklich Unmögliches bei diesem Film. Nee, es ist nicht wirklich unmöglich. Ganz interessant. Ich finde das cool. Ja. Vor allem, es sind ein paar nette Ideen drin. Ja, es ist halt, das unterscheidet halt zum Beispiel so einen Film von Wanted. Genau, es ist kein epischer Film, sondern es ist einfach ein netter Actionfilm, den du dir mal anguckst und ihn geil findest und dann... Dann hat sich das... Ja. Nee, zum Beispiel, was mich halt an Wanted zum Beispiel gestört hat, war ja sau cool. Aber das Problem ist,
du kannst irgendjemand anderen erzählen, dass du Kugeln im Kreis schießen kannst. Also, hä? Das versaut mir dann schon wieder so ein bisschen. Ja, es sind halt so Stimmungskiller. Born Identity. Den wollte ich jetzt mal aufbringen. Es hat übrigens gerade jemand deine 1.8 rumgeeiere kommentiert. Echt? Ist dir aufgefallen, dass ab der Hälfte kein Ton mehr ist? Ja, ist mir aufgefallen, deswegen habe ich es gelöscht. Warum kann das dann jemand kommentieren? Keine Ahnung! Das hat er halt schon vorher kommentiert. Ich hab doch keine, dass ihr so schnell seid. Ich weiß doch nicht, warum der das kommentiert haben kann. Ich meine, wenn wir schon so einen Scheiß hochladen, dann guckt ihn euch doch nicht auch noch an. Wir können doch nichts dafür. Jetzt checken wir genau nebenher so. Yo, yo, yo. Nee, also es gibt schon sehr viele Filme. Also wir müssen mal wirklich. Das war jetzt mal so dieser Random-Podcast. Dieser Random-Podcast, den wir einfach mal machen wollten. Ich glaube, wir machen das nochmal so genremäßig. Ja. Weil es gibt, ich hätte jetzt die ganze Zeit allein über Horrorfilme labern können. Ja, ich auch, obwohl ich keinen einzigen Horrorfilm so angucken wollte. Ja. Es gibt so viele krasse Horrorfilme. Es ist einfach so, es gibt so viele krasse. Ja. Zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht den Namen davon, aber es ist irgendwie so ein Film, wo auch so ein bisschen an die Story von Hills Have Eyes erinnert. Das ist so einfach so ein Familienvan, der sich irgendwohin verfährt und dann da Unterschlupf sucht irgendwo in einer Gaststätte. Dann finden die irgendwo so Leichenteile und kommen dann drauf. Ah, ich erinnere mich, dass es alles so Kannibalen sind. Und dann finden die überall so eingelegte Därme in irgendwelchen Gläsern. Oh ja, so. Genau. Welchen Horrorfilm ich übrigens schlecht fand, war Texas Chainsaw Massacre, das Remake von Michael Bay. Der war ja so schlecht. Das ist ganz ehrlich. Du guckst dir den Film an und denkst dir so, ja, ist ganz in Ordnung eigentlich. Dann machst du aus und denkst dir so, Moment mal, das war jetzt eigentlich, ich habe mir jetzt gerade 1,5 Stunden reingezogen, wie ein Typ mit Kettensäge Leute verfolgt. Und das ist wirklich fast nichts anderes, weil 70% des Films bestehen daraus. Oh, klingt super spannend. Dass ein Typ mit hoch erhobener Kettensäge Leuten hinterherläuft. Übrigens, und dann gab es noch so kleine Sachen, die mich in solchen Filmen dann aufregen. Das sind dann so Filme, die ich eh schon nicht so wirklich mag. Ja. An denen ich dann noch alles rummäkel, was einigermaßen unlogisch ist. Aber einen Halo-Film würde ich mir angucken. Oh ja, der ist ja scheinbar gecancelt worden. Den hatten sie ja schon in der Mache irgendwie. Genau. Nee, aber jedenfalls, zum Beispiel dieser Typ, dieser Leatherface-Typ mit der Kettensäge, hat sich ja irgendwie, der ist gestolpert und hat sich selbst ins Knie gesägt mit der Kettensäge, mit einer laufenden. Und dann liegt er so rum und grölt so und dann eine Minute später steht er wieder und rennt hinter jemandem her. Ja klar, mit einer Kettensäge im Bein. Mit einem Loch von einer Kettensäge im Bein. Das macht natürlich super viel Sinn. Ich würde sagen, damit beenden wir es. Und zwar mit der Epic Halo Voice. Ende. Ende. Ich hasse diese Stimme. Hast du beendet schon? Okay, das war jetzt Gelaber. Alter. Puh, ja, cool. Haben wir einen Podcast, ne? Ein Podcast. Warum? Mich wundert ja sowieso, dass wir nicht unterbrochen wurden. Das ist schon sehr Penis. Ha 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 ha.